Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Spanien wird die Katalonien-Krise immer mehr zum Fall für die Justiz. Der Staatsgerichtshof in Madrid will offenbar europäischen Haftbefehl gegen den entmachteten Regionalpräsidenten Puigdemont erlassen. Der 54-Jährige hatte sich nach Belgien abgesetzt und war einer Vorladung des Gerichts heute nicht gefolgt. Außerdem müssen mehrere Mitglieder seiner früheren separatistischen Regierung sofort in Untersuchungshaft. Den Angeklagten wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Abfahrt aus dem Staatsgerichtshof am frühen Abend. Die 9 katalanischen Politiker, die hier vorgeladen waren, werden in 5 verschiedene Gefängnisse im Madrider Stadtgebiet gebracht. Die Untersuchungshaft, ein Skandal, finden die Anwälte der Beschuldigten. Das ist ein trauriger Tag für die Demokratie. Solch eine außergewöhnliche Maßnahme sollte man nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen treffen. Zum Beispiel, wenn Fluchtgefahr besteht. Aber das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Unsere Mandanten sind ja freiwillig hierher gekommen, um auszusagen. Das Gericht sah das offenbar anders. Schließlich befinden sich 5 der ebenfalls vorgeladenen Politiker noch in Belgien. Carles Puigdemont wurde heute von einem spanischen Radiosender in einem Restaurant entdeckt. Das Foto soll in Brüssel gemacht worden sein. Dass der oberste Gerichtshof nun auch gegen ihn und die anderen 4 einen Haftbefehl erlässt, einen europäischen, erscheint nahezu unausweichlich. Wenn jemand nicht zur Aussage erscheint, nachdem ihn ein Richter vorgeladen hat, dann ist es in jedem EU-Land normal, einen Haftbefehl zu erlassen. Allen Beschuldigten drohen nun, je nach Schwere der Vorwürfe, bis zu 30 Jahre Haft. Fraglich ist, ob diese hohen Strafen tatsächlich auch verhängt werden. Die Anwälte der Beschuldigten argumentieren jedenfalls, ihre Mandanten hätten zu keinem Zeitpunkt zur Gewalt aufgerufen. Eine Anklage wegen Rebellion sei also übertrieben. Carles Puigdemont allerdings möchte sich diesem Risiko offenbar eher nicht aussetzen. Über seinen Anwalt ließ er erklären, dass er einstweilen in Belgien bleiben wolle. Das Klima in Spanien ist derzeit nicht so gut. Es ist wohl besser, da ein bisschen Distanz zu wahren. Die Anhänger der katalanischen Politiker hat der heutige Tag jedenfalls wieder mobilisiert. In Barcelona forderten sie die Freilassung der Inhaftierten. Die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition sind heute ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Beraten haben CDU, CSU, FDP und Grüne über Wirtschaft und Verkehr sowie über Außen-, Verteidigungs- und Familienpolitik. Arbeitspapiere wurden aber bisher nicht vorgelegt. Bei einem anderen Konfliktthema, der Landwirtschaft, haben die 4 Parteien zwar Ziele formuliert, deren Umsetzung bleibt aber umstritten. Und wieder verteilen sie Zettel und wieder finden die Papiere reißenden Absatz und wieder beginnt die Suche nach Streit und nach Gemeinsamkeiten. Aber in Sachen Landwirtschaft ist schnell klar, Gemeinsamkeiten gibt es kaum, Streit dafür umso mehr, vor allem ums Geld. Keine Einigkeit besteht bisher darüber, wie diese Finanzmittel generiert werden sollen. Denn die Wünsche der 4 Parteien sind teuer und den Preis für mehr Umweltschutz zum Beispiel sollen nicht allein die Bauern zahlen. Nächste Woche müssen viele Streitpunkte im Detail diskutiert werden. Der Einsatz chemischer Wirkstoffe, Nutztierhaltung und die europäische Agrarpolitik. Dann wird es auch um Innovationen gehen. Die Digitalisierung, neue Technologien bieten die Chance, zum Beispiel das Tierwohl mit kostengünstigeren Möglichkeiten herzustellen, bieten die Chance, den Einsatz von Antibiotika überflüssig zu machen oder auch den Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln erheblich zu reduzieren. Bislang stehen die Grünen noch ziemlich allein mit der Forderung nach einer grundsätzlichen Wende in der Agrarpolitik, aber da könnte sich was tun. Wir wollen dieses Prinzip wachse oder weiche, also immer größer werden oder kaputt gehen, durchbrechen. Bei diesen Worten kann CSU-Generalsekretär Scheuer kaum stillhalten, ganz so, als bereite ihm alles körperliche Schmerzen, was der mögliche Koalitionspartner da sagt. Das steht jetzt nicht in dem Papier drin, sondern das ist im grünen Wahlprogramm. Atmosphärisch schwierig ist es geblieben. Zu allen weiteren Themen gab es am Abend keine Einigung.
Besonders heftig gestritten wird weiter über das Ende des Verbrennungsmotors und die Klimaziele. Auch deshalb reift die Erkenntnis, in großen Gruppen, ob mit 20 oder 50 Teilnehmern, geht es kaum voran. Nächste Woche sollen noch mehr kleine Vierergruppen und die Parteichefs unter sich nach Lösungen suchen. Eine inhaltliche Zwischenbilanz planen Union, FDP und Grüne für morgen. Rund 10 Millionen Ausländer leben in Deutschland, etwa jeder sechste von ihnen aus humanitären Gründen. Das hat das Statistische Bundesamt auf der Basis des Ausländerzentralregisters errechnet. Rund 1,6 Millionen schutzsuchende Menschen hielten sich zum Jahreswechsel 2016-2017 hierzulande auf, etwa doppelt so viele wie noch zwei Jahre zuvor. Als schutzsuchend gelten anerkannte Flüchtlinge, Personen in Asylverfahren sowie abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können. Es ist ein historischer Tiefstand. Erstmals seit der Wiedervereinigung ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland unter die Marke von 2,4 Millionen gesunken. Zurückzuführen ist das laut der Bundesagentur für Arbeit allein auf den boomenden Arbeitsmarkt. 2.389.000 Menschen waren im Oktober arbeitslos gemeldet, 60.000 weniger als im September und 151.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank damit auf 5,4%. In den USA haben die Republikaner ihren Entwurf einer umfassenden Steuerreform präsentiert. Ziel ist es, Bürger und Unternehmen deutlich zu entlasten, wie es Präsident Trump im Wahlkampf versprochen hatte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem soll das Steuersystem stark vereinfacht werden. Trump dringt auf eine Verabschiedung der Reform noch bis Weihnachten. Das scheint aber vor allem wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im Senat fraglich. Diese 429 Seiten sollen Geschichte machen. Die Republikaner präsentieren ihren Gesetzentwurf für eine große Steuerreform. Paul Ryan gilt als Vater des Projekts und verspricht, die gesamten USA würden wirtschaftlich profitieren. Wir machen eine wachstumsfördernde Reform, damit Amerika wieder mit dem Rest der Welt konkurrieren kann. Aber wir tun dies auch, damit Familien wie diese hier mehr Netto vom Brutto behalten. Die Einkommenssteuer für alle Bürger soll künftig statt 7 nur noch 4 Stufen haben. 12% für Geringverdiener, 25% und 35% für mittlere und hohe Einkommen. Der Spitzensteuersatz bleibt bei 39,6% für ein Jahreseinkommen über einer halben Million US-Dollar. Zahlt eine vierköpfige Familie mit einem Jahreseinkommen von 60.000 Dollar zurzeit noch 1.608 Dollar Steuern, sollen es künftig mit allen Vergünstigungen und Nachlässen nur noch 472 Dollar sein. Über die größten Steuererleichterungen dürfen sich Amerikas Unternehmen freuen. Die Körperschaftssteuer soll von 35% auf 20% sinken. Die Demokraten bezweifeln, dass daraus ein Job- und Wirtschaftswunder wird. Sie monieren eine versteckte Umverteilung zugunsten der Reichen, finanziert durch höhere Schulden. Ryans Entwurf ist keine Reform. Das Haushaltsdefizit wird explodieren durch dieses Multibillionen-Steuergeschenk an die Wohlhabenden und die Konzerne. Und das auf dem Rücken unserer Kinder, alten und hart arbeitenden Amerikaner. Der Präsident sieht das anders. Die geplanten Steuersenkungen seien ein Weihnachtsgeschenk für alle US-Bürger. Trump zeigt sich heute hocherfreut, dass seinen Republikanern endlich ein substanzielles Gesetzesvorhaben gelingen könnte. Ein Skandal erschüttert das britische Parlament. Verteidigungsminister Fallon, einem engen Vertrauten von Premierministerin May, wird vorgeworfen, er habe vor Jahren eine Journalistin sexuell belästigt. Der 65-Jährige trat deshalb gestern Abend zurück. Premierministerin May hat bereits einen Nachfolger ernannt. Angeblich kursiert in London eine Geheimliste mit Verfehlungen weiterer Abgeordneter. Westminster kommt nicht zur Ruhe. Seit Tagen immer neue Enthüllungen aus dem Innern der Mutter aller Parlamente. Sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiter. Die Opfer sprechen von Machtmissbrauch und einem Schweigekartell. Eine geheime Liste kursiert mit 40 Namen, auch Ministern. Gestern Abend schon hatte Verteidigungsminister Fallon den Hut genommen, weil er vor Jahren einer BBC-Reporterin die Hand aufs Knie legte. Aber vielleicht war da mehr. Auch die Reporterin bezweifelt, dass ihr Knie allein der Grund war. Ich habe realisiert, dass ich in der Vergangenheit die hohen Standards, die von den Streitkräften verlangt werden, nicht erfüllt habe. Ich habe meine Position in der Regierung überdacht und ich trete von meinem Amt als Verteidigungsminister zurück.
as Defense Secretary. Auf ihn folgt ein Mann ohne Regierungs- und Militärerfahrung, Gavin Williamson, bis dato Chefeinpeitscher in der Tory-Fraktion. Ein Skandal zur Unzeit für die eh schon geschwächte Premierministerin. May unter Druck, sie muss Härte zeigen, kündigt einen neuen Verhaltenskodex an. Wir haben die Pflicht, sicherzustellen, dass jeder in diesem Haus mit Respekt behandelt wird. Unter Druck auch er, Kabinettsminister Green. Er bestreitet die Vorwürfe unangemessenen Verhaltens. Manch einer warnt jetzt vor einer Hexenjagd, fordert Aufklärung mit Augenmaß. Aber in Westminster geht die Angst um vor noch mehr Enthüllungen und weiteren Rücktritten. Als hätte dieses Land mit dem Brexit nicht schon genug zu tun. Heute jährt sich zum 100. Mal die Balfour-Deklaration. Für Israel gilt die Erklärung der britischen Regierung von 1917 als Meilenstein auf dem Weg zu einem jüdischen Staat. Die Palästinenser dagegen sehen darin einen historischen Fehler. Die Deklaration sei Auslöser gewesen für Flucht und Vertreibung hunderttausender Araber aus dem späteren Gebiet des Staates Israel. Dessen Premier Netanyahu war anlässlich des Jahrestages heute zu Besuch in London. Für sie ist der heutige Tag ein Anlass, das traditionell enge Verhältnis zu betonen. Die britische Premierministerin May ist stolz auf die Rolle, die Großbritannien bei der Entstehung Israels gespielt hat, erklärt sie im Gespräch mit Israels Premierminister Netanyahu. Am 2. November 1917 sandte der damalige britische Außenminister Balfour eine Erklärung an einen prominenten Aktivisten, der sich für die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina einsetzte. Diese sogenannte Balfour-Deklaration sicherte ihm Unterstützung zu für die Errichtung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk. Betonte aber auch, nichts darf getan werden, was die Bürgerrechte und religiösen Rechte der in Palästina lebenden nichtjüdischen Bevölkerung beeinträchtigt. Erstmals erkannte damit eine Großmacht den Wunsch vieler Juden nach einer Heimat in Palästina als legitimes politisches Ziel an. 1917 war Palästina allerdings noch Teil des Osmanischen Reichs, 90% der Bevölkerung Araber, die Balfour-Deklaration eine reine Absichtserklärung. Doch 1922 wurde Palästina britisches Mandatsgebiet, die Balfour-Deklaration rechtlich bindend. Die steigende Zuwanderung von Juden auch war ein Grund für die wachsende Gewalt zwischen Juden und Palästinensern. 1948 zogen sich die Briten zurück, einen Tag später gründete sich der Staat Israel. In den Palästinensergebieten gingen heute Tausende auf die Straße. Sie forderten eine Entschuldigung Großbritanniens, denn aus ihrer Sicht hat die Balfour-Deklaration vor allem Flucht und Vertreibung nach sich gezogen. Neuer Chef der einflussreichen US-Notenbank soll Fed-Direktor Jerome Powell werden. Das kündigte soeben US-Präsident Trump an. Der Senat muss noch zustimmen. Powell tritt wie die amtierende Fed-Chefin Yellen für eine moderate Zinspolitik ein. Die Amtszeit von Yellen endet im Februar 2018. Der in der Nacht zum Sonntag vor Langeoog auf Grund gelaufene Frachter Glory Amsterdam ist wieder frei. Schleppern gelang es am frühen Morgen, den Havaristen vor der Nordseeinsel wieder in tieferes Wasser zu ziehen. Schäden am Rumpf des Schiffes wurden nicht festgestellt. In den Tanks des Frachters befinden sich insgesamt fast 2000 Tonnen Schweröl und Marinediesel. Am Abend machte der Frachter in Wilhelmshaven fest. Schlepper hatten die Glory Amsterdam von der Sandbank vor Langeoog in tiefere Gewässer gezogen. Zuvor hatten Bergungsexperten das Ballastwasser abgepumpt und auf die Flut gewartet. Damit hatten wir deutlich weniger Tiefgang. Das Wetter spielte sehr gut mit. Es war eine etwas beruhigte Situation. Und da haben wir den Schleppversuch unternommen und er hat funktioniert. Sonntag war der Schüttgutfrachter bei Sturm auf Grund gelaufen. Havarie und Bergung gingen glimpflich für die ostfriesische Küste aus. Niemand hätte verhindern können, wenn gefährliche Fracht an Bord wäre, dass sie sich ausbreitet. Also muss in der Ursache noch mal angesetzt werden. Aber das sind Fragen, die ich nicht klären kann. Die muss das Havariekommando und das muss sich der Bund stellen. Weil hier ist eine tägliche, permanente, latente Gefahr unterwegs. Durch die deutsche Bucht verläuft eine der am stärksten befahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Nachdem der Frachter sicher geborgen wurde, beginnt nun die Aufarbeitung der Havarie. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 3. November.
Ein Hoch zieht über Deutschland. Trotzdem halten sich in der feuchten Luft viele Wolken oder Nebel. Heute Nacht ist es im Norden zum Teil klar, in der Mitte und im Süden oft bewölkt, vereinzelt regnet oder nieselt es etwas. Morgen gibt es viele Wolken, zähen Nebel oder Hochnebel. Bis zum Nachmittag oft aber auch mal Auflockerungen. Am meisten Sonne ganz im Süden. In der Nacht kühlt es ab auf 10 bis 3 Grad. Morgen in einigen Mittelgebirgslagen höchstens 9, im Markgräfler Land 17 Grad. Am Samstag Sonne, Wolken und Nebel, am Abend im Westen Regen. Sonntag wird es allgemein unbeständig mit vielen Wolken, Regen oder Schauern, in Hochlagen Schnee. Montag im Südosten noch Regen oder Schnee, sonst meist freundlich und trocken. Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Umgang mit sexueller Belästigung, gibt es eine Zeitenwende nach dem Fall Weinstein und Kunst der Reduktion, Jill Sanders Purismus im Museum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.